So Leute, das große Finale ist gekommen. Nun haben wir den endgültigen Endkampf mit King K. Rool. So, man muss nur seinen Kron ausweichen und dann auf ihn springen. Sobald er seinen Kron abwirft, dann auf seinen Kopf springen. So, das machen wir dreimal. So. Dann macht er dreimal hin und her laufen. Ja, very easy. So, dann wirft er wieder die Krone ab. So, jetzt kommt seine nächste Schiene. So, jetzt kommen Kanonen von oben. So. Dann wirft er seine Krone wieder ab. Und Treffer. So, dann kommt er wieder auf die andere Seite. So. Aber jetzt muss man aufpassen, die Kanonenkugeln kommen wieder von hinten zurück. So, schmeißt wieder den Kron ab. Zack. So, jetzt springt er wieder rüber. Und immer weiter und weiter. Man muss nur an den Rhythmus gewöhnen. So. Und dann kommt es wieder. So. Jetzt kommt sein Kronabwurf. Zack. Yeah, wir haben ihn endgültig besiegt. Yeah. Jetzt kommt die Credits. Da schreibt man doch mit C. Und Golden Claptrap? Charakters Crusher? Coloring Critter? Alles wird mit K geschrieben. Hä? Ist das wirklich das Ende? Da müsste eigentlich Rare und die anderen Namen draufstehen. Aber nein! Der ist wieder auferstanden! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Übelst hat er mich reingelegt! Übelst! Übelst! Ja komm, lauf hin und her. Wir haben keine Zeit. So. Einmal, zweimal, dreimal und schwuppidiwupp. So. Ja, liebe Leute, das wird wohl der letzte Part sein. Oh, erster Hit. Miserabel. So. Jetzt kann ein bisschen dauern. So. Da macht er wieder seine Krone ab. Ho. So. Und dann nochmal hier. So. So. Ja, wer sich da auskennt, ist einfach. So. Touchdown. Dies. Ah ja, hab schon vergessen. Es gibt kein Credits. So. Das war's jetzt endgültig. Das sieht man an den Jubel und den Bananen. Und somit haben wir ein Lob von Cranky. Gratuliere, Kongs. Ihr habt wahnsinnige Leistung abgeliefert. Aber nächstes Mal schafft ihr das ohne Fails, ohne Kong verluscht und vielleicht auch mit nur einem Kong. Na, was sagt ihr? Jetzt hör mal zu, Cranky. Ich habe schon genug von deinem Kritik, aber dafür nehme ich dankend an. So lobe ich mir meinen Enkel. Na also, jetzt schauen wir mal die Credits an. Oh ja, da sieht man einen Riesenhaufen Bananen.
Und somit, Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen und mir hat das erste Projekt sehr gut gefallen, auch wenn Höhen und Tiefpunkte gab. Aber ich war stets zum ersten Projekt dennoch zufrieden. Nun schaut euch den Credits an. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und hinterlasst mir einen Daumen hoch. Und ich freue mich, nächsten Projekte machen zu können. Also bis dann und ciao. Ich sehe wohl nicht richtig. In weniger in einer Stunde dieses Spiel durchzuzocken, das nenne ich eine wackere Herausforderung. Aber ich fand's so cool, wie Donkey und Diddy sich gegenseitig verarscht haben. Richtig genial gemacht von Rare. Ah, da sieht man, die weiß. E. Fischer, Beanland. Das waren die, die Musik gemacht haben. An diese Person muss ich Riesenlob aussprechen. Aber bloß schade, dass sie dann an Rare verkauft wurden. Naja, nicht direkt. Rare wurde an Microsoft verkauft. Das war halt dann der größte Tiefpunkt, dass Nintendo solche Leute nicht mehr haben.